Bitte? Sie verbreiten hier sexistische Stereotype, wissen Sie das? Warum soll ich keine Frau sein? Begründen Sie das mal. Und warten Sie mit Ihren Zwischenrufen, bis ich angefangen habe. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, insbesondere die von der CDU und CSU, genau wie gestern in der Aktuellen Stunde zu Bad Oeynhausen, verhöhnen Sie eigentlich im Kern mit Ihrem Gesetzentwurf die Bürger und heucheln in erbärmlicher Art und Weise Problembewusstsein und Lösungskompetenz. Richtig ist, dass der Staat die Verpflichtung hat, besonders verletzliche Personen, Frauen, Kinder, alte und kranke Menschen besonders zu schützen. Aber Sie von CDU und CSU haben genau das Gegenteil getan durch die katastrophale Grenzöffnung 2015. Sie haben damit Frauen und Kinder migrantischen Straftätern zum Fraß vorgeworfen und tun jetzt so, als hätten Sie mit da überhaupt nichts zu tun. Sie halten die Bürger draußen für vergessliche Deppen. Das sind die Bürger draußen aber nicht, denn Tatsache ist, dass Sie verantwortlich sind für in den letzten Jahren zigtausende erstochene, ermordete, totgetretene, vergewaltigte und verletzte Opfer von Migranten, die alle noch unverletzt leben würden, wären Sie der AfD und unseren Forderungen gefolgt und nicht Frau Merkel und ihrem kriminellen Multikulti waren. Sie hätten die Grenzen schützen können, Sie hätten diejenigen, die illegal hier waren, abschieben müssen und Straftäter gleich hinterher. Allein im Jahr 2020, die Zahlen wurden schon erwähnt, gab es bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Opfer, meistens Frauen, über 11.000 Fälle, bei denen ein Opfer die deutsche Staatsangehörigkeit und ein Täter die nicht deutsche Staatsangehörigkeit hatte. 90% der Opfer waren Frauen. Über 400 Deutsche wurden von ausländischen Tätern getötet. Es gibt inzwischen in Deutschland, ich hoffe, Sie wissen das, mehrere Selbsthilfegruppen von Eltern ermordeter Kinder in Deutschland. Unglaublich, oder? Gruppenvergewaltigung wurde schon erwähnt. Mehrfach täglich werden Frauen Opfer dieser schrecklichen Straftat. 760 Gruppenvergewaltigungen im Jahr 2023, 48% nicht-deutsche Tatverdächtige, dabei flott eingebürgerte und Mehrfachstaatler überhaupt nicht erfasst. Die Doppelziffer also wesentlich höher. 6.000 Opfer von Gruppenvergewaltigungen seit dem Jahr 2015. Messerstraftaten in Deutschland nahezu stündlich. Warum? Wegen ihrer Politik der offenen Grenzen. Der Abgrund der Brutalität und des Hasses von Migranten, die angeblich schutzsuchend nach Deutschland kommen, hat sich vor kurzem in Mannheim gezeigt, als der Polizeibeamte in Mannheim brutalst abgestochen wurde. Auch dieser Polizeibeamte übrigens würde noch leben, wäre der Afghane unter Merkel nach Ablehnung seines Asylgesuchs schlicht und ergreifend abgestoßen worden. Erbärmlich ihre Politik. Über den totgetretenen Philippos aus Bad Oeynhausen haben wir gestern hier gesprochen. Ich habe noch diese widerlich heuchlerische Rede von Merz im Ohr. Fürchterlich. Meine Damen und Herren, im Ergebnis ist Ihr Gesetzentwurf zwar besser als gar nichts, aber ein Eingeständnis, liebe CDU, CSU, wenn ich das mal so sagen darf, Ihres eigenen Versagens und Ihrer eigenen Verantwortung für tausendfachen Mord, Tod und unendliches Leid in Deutschland. Das ist die CDU, CSU, wie sie leibt und lebt. Sie haben alles mitgemacht, Sie haben alles mitgemacht von CDU, CSU. Sie tragen dafür die Verantwortung und ich hoffe, Sie tragen an dieser Verantwortung schwer.